Er kommt genau auf uns zu. Und wir schnappen uns jetzt so ein Gate und fliegen irgendwie hinter ihn. Was war das denn? Der weiß genau, wo die Gates stehen. Habt ihr das gesehen? Was ist denn mit den Gigas los? Die sind ziemlich schlau geworden. Hallo und herzlich willkommen zu Arc Extinction. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier mit Mandy, Magnus und Zeus unterwegs auf unserer täglichen Patrouille. Wir haben auch schon einen Riesenhaufen Fleisch und hier Keratin gesammelt. Also Keratin könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Da muss ich weiter Trikes und Schildkröten und so jagen, dass wir da so ein bisschen mehr ranbekommen, weil da brauchen wir richtig viel von. Aber das ist heute nicht Thema, sondern ich habe was ganz Interessantes entdeckt. Ich habe da unten Kollegen gesehen. Oh, ich glaube, da ist gerade wieder ein Textdeko gespawnt, ne? Ist das ein Textdeko? Ich glaube, das ist einer. Also wir sehen von der Wyvern aus halt nichts. Die sind so ein bisschen schwierig, die Wyvern. Das ist aber auch nicht Thema, sondern der Dicke da unten ist Thema. Das ist so ein ganz großer, den seht ihr vielleicht, den mit den vielen Zähnen. Und das ist ein ziemlich gutes Männchen. Also der ist jetzt nicht super umwerfend, aber das ist immerhin ein 130er Männchen. Und ich glaube, das ist schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Wir sind schon so lange am Suchen. Und es ist richtig, richtig schwer, hier gute Gigas zu finden. Und das ist jetzt sogar ein Männchen, das heißt, es würde für uns passen. Ich glaube, wir nehmen den mit, ganz ehrlich. Also, der ist schon ganz gut. 20 Level unter Max. Ich denke, damit kann man leben, oder? Damit können wir arbeiten. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist erstmal irgendwie Darts besorgen. Wir haben jetzt 52, 53 Darts dabei. Obwohl das die guten Darts sind, die Shocking Trank Darts, werden wir damit nicht weit kommen. Ich glaube mal, dass der ein bisschen mehr brauchen wird. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal nach Hause und organisieren uns neu. Wir lassen auf jeden Fall Mandy zu Hause, dass der nichts passiert. Zeus ist auch schon so ein bisschen angeschlagen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, der ist Hälfte Hitpoints runter. Ich habe schon so ein paar Gigas weggeräumt, damit er dann wieder neu spawnen. Und da hatte ich jetzt tatsächlich mal Glück, dass da auch ein Gescheiter gespawnt ist. Also ich glaube nicht, dass es noch besser wird. 130 ist schon ganz ordentlich. Wenn wir so bedenken, was wir bis jetzt so gefunden haben. Ich bin da immer so am 50er Gigas wegmachen oder so. Tut mal was, ihr Biber. Die Biber sind ein bisschen faul in letzter Zeit. Okay. Ja, und dafür haben wir wieder eine neue coole Mod dabei. Danke euch auch für all die super coolen Mod-Vorschläge. Da sind auch immer richtig coole Sachen dabei. Und ab und an nehmen wir die dann auch ganz gerne dazu. Ich kann natürlich nicht alle Mods hier mit reinnehmen. Ich würde das Spiel auch gerne so ein bisschen, ja, nicht wirklich Vanilla lassen. Natürlich nicht, wir haben schon richtig viele Mods dabei. Aber auf jeden Fall sollten die Mods so ein bisschen in diese, ja, in den Textstyle mit reinpassen. Und natürlich brauchen wir auch die eine oder andere Mod, dass das hier im Singleplayer auch so ein bisschen flüssiger vonstatten geht. Sonst wird es halt immer so ein bisschen umständlich mit dem Gigas-Zähmen oder mit dem Bosse machen. Also sowas in der Art kommt dann auf jeden Fall immer mal wieder dazu. Da passt uns, glaube ich, auch ganz gut die Balanced Narcotics Mod mit rein. Die klingt auch super cool. Da gibt es so einen Tisch irgendwo hier drin. Den muss ich nur wiederfinden. Wir können natürlich auch danach suchen, ne? Hier ist er. Das ist so ein, der heißt Narcotics Table. Das ist, glaube ich, die einzige Crafting Station aus der Mod. Da ziehen wir mal die Ressourcen, die wir nicht haben, weil wir keine Narcotics hier haben. Das heißt, wir müssen nochmal kurz rüber ins andere Gebäude. Im Tech-Gebäude haben wir nur die ganzen Tech-Sachen. Da fehlen so Sachen wie Narcotics. So, da sind wir. Dann probieren wir das nochmal. Irgendwo hier unten. Balanced Narcotics. Go, go. Den stellen wir dann, glaube ich, trotzdem. Wir können ja so ein paar Narcotics mitnehmen, oder? Haben wir noch Narcotics? Chemietisch? Rede mit mir. Hier nicht. wir haben bestimmt irgendwo Narcotics. Na gut, ich suche mal so ein paar Ressourcen zusammen. Beziehungsweise wir stellen erstmal den Tisch hin und dann hole ich die ganzen Ressourcen, was wir da alles brauchen. Ich denke, wir brauchen so ein paar Anfängerressourcen, die wir alle aus dem anderen Gebäude holen müssen. Ich stelle die neuen Sachen trotzdem jetzt mal alle hier mit rein, dass hier auch so ein bisschen was abgeht.
Und das ist dann hier irgendwie so ein bisschen unsere Mod-Etage, habe ich das Gefühl. Dann stellen wir die mal hier in die Ecke. Stellen wir die mal so hin. Bam. Yeah, sieht aus wie ein Schminktisch. Oh, da liegen so Darts. Okay. Und kann der irgendwas? Der kann nichts Besonderes. Wir können ihn wieder hochheben. Und wir können hier Sachen craften. Jede Menge davon. Wir können 5cc Narcotic craften. 5cc Stimulant. Das ist 5-mal so stark wie das normale. Und es dehydriert natürlich, das wissen wir. 15cc Narcotics. Und 15cc Stimulants. Das sind die, ja, die Stimulants und die Narcotics, die es gibt. Dann gibt es synthetische Seide. Die kann man aus Honig machen, aus Menschenhaaren und aus Organic Polymer. Organic Polymer kriegen wir nur von den Schnecken, glaube ich, oder? Von wem kriegen wir das überhaupt hier auf Extinction? Das ist schwierig. Haare habe ich auch nicht allzu viele, glaube ich. Ja doch, die sind schon ziemlich lang. Wir haben auch im Gesicht Haare. Und dann können wir natürlich die Tranquilizer Arrows hier herstellen. Das sind ganz normale Pfeile scheinbar. Das hier ist ein Spearbolt, also ein Speer für die Unterwasser-Spear-Cannon. Also für diese Speerkanone, wie sagt man? Harpune ist das richtige Wort. Und dann gibt es noch ganz normale Tranquilizer-Darts, die wir dann in unsere Rifle reinpacken können. Und die gibt es in 5cc. Ah, das ist schon ein CCC-Dart. 10cc-Dart. Und das hier... Web. Das Ding Web dann vielleicht auch noch? Das müssen wir ausprobieren. Super cool. 30cc. Oh. Und 30cc mit Web. Das gibt es immer mit Web und ohne Web. Und für das Web brauchen wir Seide. Seide haben wir ja dank unseren Gachas. Das sollte kein Problem sein. Und dafür müssen wir dieses 15cc Narkotik herstellen. Und wir brauchen Simple Rifle Ammo. Okay. Das heißt, wir brauchen Spark Powder, Stimberries und das ist Stimulant. Wir brauchen kein Sparkpowder. Wir brauchen Narcotics. Narcoberries brauchen wir ganz viele. Und Spoiled Meat. Spoiled Meat sollte kein Problem sein. Davon haben wir richtig viel. Aber, ups, da wollen wir nicht rein. Ja, mal gucken. Ich hole mal die Ressourcen zusammen. Dann stellen wir uns dann eine ordentliche Ladung von her. Die sind dann 30-mal so stark wie die normalen. Das heißt, die sind wahrscheinlich dann irgendwie 20-mal so stark wie unsere Shocking Darts ungefähr. Vielleicht kommt es hin. Mal schauen. So, da sind wir wieder. Erstmal einen Schluck trinken. Gluck, gluck. Viel besser. Und dann habe ich alle Ressourcen zusammengesammelt. Unser größtes Problem sind eigentlich Rare Flowers. Das sind alle, die wir haben. Mehr haben wir nicht. Also, das ist ein echtes Problem. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Wir können jetzt mal anfangen mit den 15cc Narcotics. Da stellen wir einfach mal 50 von her. Dann geht irgendwas aus. Wahrscheinlich Narcoberries. Und dann wollen wir natürlich diese coolen Darts. Ich habe noch keine Seide geholt. Ich glaube, Seide haben wir auch, wie gesagt. Metal Ingots sowieso. Und die normalen Darts können wir jetzt aber schon herstellen. Das dauert dann einfach einen Moment. Also Seide muss ich noch holen. Was auch eine super coole Idee ist, auf Layla könnten wir ja theoretisch auch Crafting-Skill leveln, ne? Wenn wir die ganzen Sachen hier herstellen wollen. Das ist eigentlich eine super Idee von euch. Aber ich wollte den eigentlich echt auf Movement-Speed leveln, dass das unser richtiger Tech-Griffin für später wird. Wenn wir jetzt nur ein Tier hätten zum Craften, vielleicht bauen wir noch einen Griffin und nutzen den dann wirklich nur zum Craften. Das könnten wir wirklich machen und den dann auf Crafting Skill leveln, dass das so ein bisschen schneller geht, ne? Weil wir brauchen ja so viel von diesen ganzen Ressourcen. Manche Mods sind echt super aufwendig. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch Seide haben. Ich habe auch die Blumen, die Rare Flowers, habe ich mal angepflanzt, dass wir da Nachschub haben, weil die sind wohl so ein bisschen selten hier auf Extinction. Also die sind eigentlich überall selten, ne? Ich habe die hier mal gepflanzt. Und dann gucken wir mal, wie viel da so rauskommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Quelle. Und sollten dann immer so ein paar zur Verfügung haben. Genau. Jetzt schauen wir mal nach Seide. Wir brauchen Silk. Da haben wir eine ganze Menge von.
Da können wir notfalls den Gachas sagen, dass sie das herstellen sollen. Aber ich denke, die 4000 sollten theoretisch reichen. Ich weiß gar nicht, warum ich immer gleich alles mitnehme. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, so teuer war das gar nicht, seitentechnisch. Und wir wollen die auch erstmal ausprobieren, oder? Die Web Darts. Mal gucken, ob die wirklich gut sind. Dann packen wir mal die Seide mit da rein. Und dann sollten wir jetzt wirklich alles haben, oder? Die brauchen nur Seide, die Darts. Ich weiß gar nicht, wofür wir diese synthetische Seide brauchen. Ach, das ist nur eine Alternative, falls man keine normale Seide hat, glaube ich, oder? Weil die Rezepte brauchen nur Seide. Also das ist eine Seidenalternative, aber die ist ziemlich komplex, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber die normale Seide nehmen. Die Gachas stellen die einfach her. Das ist eigentlich ziemlich cool. Okay. Die sind immer noch nicht fertig, das heißt, ich crafte jetzt erstmal ganz gemütlich. Ressourcen sind hier da, Metall haben wir sowieso. Und da müssen wir mal gucken, wie viele wir davon craften. Wir bauen auf jeden Fall mal 1, 2 oder 3 Webbing Darts. Und dann hätten wir jetzt momentan 9 von den 30 CC Darts. Das wird nicht reichen. Ich denke, wir brauchen 20 oder so. 20? Vielleicht reichen auch 10? Wir sollten schon 20 oder so haben, dass das dann auch was wird mit dem Giga. Wir kennen das mit den Gigas, gerade mit den High-Level-Gigas. Das ist immer ein bisschen schwieriger, als man denkt. So, da sind wir. Seid ihr bereit? Oh, da kommen Petris. Nicht so cool. Wo wollen die denn hin? Okay, die machen sich aus dem Staub. Und da unten ist ja unser Freund. Ich habe jetzt mal so ein paar davon dabei, von diesen coolen Darts. Wir haben jetzt 9 normale 30 CC Darts und 3 Web Darts. Mehr kann ich nicht herstellen, weil wir zu wenige Rare Flowers haben. Also Rare Flowers sind da der Engpass leider. Ich habe jetzt mal diese Webbing Darts eingepackt. Ich habe gedacht, die probieren wir mal zuerst. Und dann müssen wir uns beeilen. Wir wissen, wie schnell die Gigas ihr Torpor verlieren. Der ist jetzt hier nicht eingebaut, sondern wir versuchen das mal wieder so komplett frei. Ob das eine gute Idee ist, das sehen wir dann. Wir probieren es jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal. Der sitzt hier so ein bisschen in der Schlucht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil für uns. Und dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das funktioniert. Mal schauen, was der macht. Wo ist er denn? Da unten. Okay. Das ist schon mal gut, wenn er hier steht. Dann guckt er mich an, ganz gierig. Ja, hier brauchen wir keine Webbing Darts. Das macht gar keinen Sinn. Der kann sich eh nicht bewegen. Nehmen wir mal die normalen 30 CC Darts. Und wenn er nach den 9 Stück nicht liegt, dann müssen wir weitermachen. Bitte nicht beißen. Okay, der kommt hier nicht hoch. Dann müssen wir mit den normalen Darts weitermachen. Peaks. Okay, die machen 98 Schaden. 98 ist jetzt nicht super viel. Peaks. Und ich traue mich auch nicht so wirklich zu gucken, wie viel Torpor der jetzt hat. Weil wir sollten nicht verfehlen. Das war verfehlt. Oh. Das geht schon wieder super gut los. Nicht wirklich. Der kann doch nicht verfehlt sein. Ich habe genau auf ihn gezielt. Jetzt verliert er wahrscheinlich schon wieder Torpor, ne? Da ist er. Ja, der hat schon wieder komplett Torpor verloren. Das ist echt komisch mit den Gigas. Also das ist nicht buggy, sondern das ist wohl wirklich so gedacht, dass die ihr Torpor einfach nach 3 Sekunden wieder verlieren, wenn man nicht permanent schießt. Das ist im Singleplayer immer so eine Schwierigkeit. Gut, wir müssen ihn also auf jeden Fall wieder einbauen. Die sind nicht mehr zähmbar, ohne sie einzubauen. Dann hole ich erstmal Behemoth Gates oder Dinosaur Gates. Holen wir mal normale Dinosaur Gates, oder? Die sind auch nicht so schwer. Dann versuchen wir, den wieder einzubauen. Und dann probieren wir die Darts nochmal aus. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich gucken können, was die wirklich an Torpor machen. Also ich weiß nicht, ob wir die am Giga testen können. Weil ich kann ja zwischendrin eigentlich nicht nachschauen, wie viel Torpor die machen. Aber wenn ich das mache, dann verliert er sein Torpor wieder. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Jetzt habe ich eh schon wieder so viele Darts verschwendet. Und die waren echt teuer. Eieiei. So, da sind wir wieder mit Dinosaur Gates. Wenn ich in die Nähe fliege, dann wird er wahrscheinlich gleich verrückt werden. Ja, und wegrennen. Immerhin hat er mich nicht gebissen.
Das steht aber immer noch da. Versuchen wir das mal mit der Wyvern. Das wird ein bisschen spannender dann. Nein. Aua. Zu oft können wir uns nicht beißen lassen. Wie soll ich den denn einbauen? Das ist ja wohl ein Scherz. Gut, wir bauen hier oben irgendwo so einen Käfig für den Jungen. Das wird wieder ein richtiger Act. Aber das hätte ich eigentlich wissen können. Ne? Wir haben das schon so ein paar Mal gemacht. Und es wird immer schwieriger. Ich weiß noch, wie wir die früher in freier Wildbahn gezähmt haben. Das ging. Das war tatsächlich machbar und es war eigentlich auch kein großes... Ja gut, es war schon schwierig, aber... Man konnte die zähmen, die haben ihr Torpor nicht instant verloren. Und... Die... Ja, die haben sich... Die waren nicht so intelligent, ne? Die haben sich so ein bisschen anders verhalten. Inzwischen sind sie, ich weiß nicht, ob intelligent oder einfach nur komplett planlos. Irgend so eine Mischung da draus. Lassen wir das mal offen und dann müssen wir versuchen, das zuzubauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber... Gut, stellen wir noch eins damit hin. Den müssen wir dann genau da reinlocken. Das ist natürlich super schwierig. So. Oder wir könnten auch noch ein Behemoth-Tor holen und das dann zumachen und schon die Tür einbauen. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Wo ist er denn jetzt hin? Da oben! Was machst du denn da oben, Kollege? Komm mal mit. Hey du, hier sind wir. Siehst du mich nicht? Ich mach doch ganz viel Radau. Aua! Oje. Die können ungefähr so weit hapsen, wie die Akku-Range geht. Der müsste doch jetzt Akku sein, oder? Hey du, komm mal her. Also, geht doch. Folge mir. Okay. Das könnte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass wir treffen. Wir werden sehen. Nee, die Wyvern ist natürlich auch ein bisschen umständlich zu steuern. Komm mal in deinen Käfig rein, dass wir den dann zumachen können. Das sieht schon ganz gut aus. So? Nee, nee. Falsche Richtung, Kollege. So, nächster Versuch. Triffst du? Ja, du hast getroffen. Super gemacht. Nee, nee, nicht wieder rausrennen. Wir könnten natürlich dann so ein Webbing Dart benutzen, wenn er drin ist. Jetzt kommt er wieder. Jetzt hat er mich, glaube ich, schon wieder vergessen, oder? Nee, noch nicht. Er kommt genau auf uns zu. Okay. Und wir schnappen uns jetzt so ein Gate und fliegen irgendwie hinter ihn. Was war das denn? Der weiß genau, wo die Gates stehen. Habt ihr das gesehen? Was ist denn mit den Gigas los? Die sind ziemlich schlau geworden. Jawohl. Mit Wuxia geht das viel besser. Wuxia kann tatsächlich Kurven fliegen und so. Aua. Oh. Nicht so gut. Ich glaube, er ist gefangen. Ja, das sieht gut aus. Also das geht auch mit den kleinen Dinosaur-Gates ganz gut. Wenn der da jetzt nicht irgendwie draufsteigt und wegrennt, dann könnte das funktionieren, hä? Stellen wir uns mal hier oben hin, das ist so ein bisschen sicherer. Da sollten wir relativ ungestört sein, außer durch so ein paar Petris wahrscheinlich. Und dann probieren wir das jetzt nochmal. Also die Rifle ist voll repariert. Wir haben noch 4 Darts. Wir haben natürlich noch so einen Webbing-Dart, den wir auch mal ausprobieren müssten. Der macht genauso viel Torpor, aber Web-Chamber irgendwie auch noch. Und dann habe ich die gesamten Dart-Vorräte leergeräumt, die wir zu Hause hatten. Also wir haben noch 176 Shocking-Darts. Ich denke, ich feuere jetzt mal ganz schnell und dann gucken wir sofort, was das an Torpor macht. Und dann muss ich sofort wieder feuern. So ist der Plan. Erster Schuss. Nachladen. Gucken. 3000, 4000, das geht schon wieder runter. Okay, also ich muss durchgehend feuern. Der macht ein bisschen was, aber die Darts reichen nicht aus. Da brauchen wir schon einige mehr, bis wir da so einen Giga-Down kriegen. Und jetzt brauchen wir sofort die Shocking-Darts. Was war das? Irgendwas stimmt da nicht. Das dauert schon wieder viel zu lang. Direkt schon wieder.
glaube ich. Okay. Man kann halt zwischendrin wirklich nicht mal schauen. Im Singleplayer ist das ein bisschen schwierig. Wenn man im Multiplayer unterwegs ist, dann kann man das natürlich zu zweit machen. Aber ich kann tatsächlich nicht mal schauen, ob der oder wie viel Torpor der hat. Weil sobald ich nachschaue, verliert er wieder Torpor. Das geht innerhalb von Sekunden. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal ganz gemütlich hier hin. Gehen schön ein bisschen in die Hocke, dass wir gut treffen. Und dann chillen wir ein bisschen, ne? Bisschen schießen, bisschen nachladen. Und ich melde mich dann eine halbe Stunde wieder zurück, wenn die Darts alle weg sind und der Giga ganz tief schlägt. Bam! Da ist er down! Wow! Ich bin fast eingeschlafen, aber wir haben es geschafft. Das waren gar nicht mal so viele Darts. Nice! Super cool! Wir füttern den einfach... Der greift jetzt nicht wirklich den Giga an, oder? Ich glaub's nicht. Eieiei. Wir müssen echt aufpassen. Hier passieren komische Dinge. Okay. Die halten nicht allzu viel aus. Ich hoffe mal, der hat den Giga nicht gebissen. Ach ja, die haben ja auch nicht allzu viel Torpor, ne? Kommen wir überhaupt an den ran? Ah ja, hier. Das heißt, wir brauchen Narcotics, die ich nicht dabei habe. Im Ernst? Wieso? Die habe ich alle weggepackt, oder? Wir müssen Narcotics holen. Mann, bin ich schlecht vorbereitet. Immer das Gleiche mit den Gigas. Die erwischen einen immer wieder aufs Neue. Die Balanced Narcotics Mod wäre sicherlich eine gute Sache für uns, wenn wir uns so ein bisschen Zeit gehabt hätten, uns vorzubereiten. Was wir leider nicht hatten. Deswegen hatte ich nicht genug Rare Flowers, um die wirklich zu benutzen. Aber das geht natürlich schon deutlich schneller mit den Darts. Wir müssen die gleich nochmal einzeln testen und ausprobieren. Ganz wichtig. Ja, und die hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe nämlich die Narcotics alle rübergeschoben in den Tisch und habe keine im Inventar behalten. Die brauchen wir aber für den Giga, weil der ja sonst sofort wieder aufwacht. Also, Giga-Zähmen ist echt fies im Singleplayer. Und wenn man nicht gut vorbereitet ist, was ich eigentlich nie bin, wenn es ins Zähmen geht. Zähmen ist viel zu spannend. Und nehmen wir mal ein bisschen was mit, das sollte reichen. Wir schaffen das wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube irgendwie nicht dran. Schaffen wir das rechtzeitig? Ich habe jetzt echt viele Ressourcen verbrannt, um den zu legen. Wie viele Darts waren das? Ich glaube, das waren 70 Darts oder sowas in der Art. Ich glaube, wir hatten fast 200, ne? Also schon so ein bisschen was. Plus die ganzen extra Darts, die 30 CC Darts, die ja noch teurer sind. Oh oh. Uschi, ja, gib Stoff. Wir hätten den Griffin nehmen sollen. Der ist ein bisschen schneller. Aber den hätte ich erst da rausbringen müssen. Noch schläft er. Noch schläft er. Jetzt müssen wir wieder auf ihn draufklettern, sonst komme ich nicht an ihn ran. Wahrscheinlich wacht er in dem Moment auf, wo ich auf seiner Nase stehe. Oh oh. Das ist lebensmüde, was wir jetzt machen. Aber es ist bestimmt auch witzig zum Zuschauen, oder? Okay, er schläft noch. Alles gut. Alles gut. So. Jetzt pumpen wir den ordentlich voll. Wenn der später nochmal aus den Latschen kippt, dann ist das halt so. Hauptsache, der schläft jetzt. Das ist mir wichtig. Okay. Torpor geht langsam wieder hoch. Und wir nehmen ein bisschen was wieder da raus, weil das ist echt viel. Und dann holen wir uns so ein bisschen Prime Meat für ihn und zähmen den aus, oder? Ich gebe ihm das Zeug auch noch. Ich habe keine Lust, dass der wieder aufwacht. Ganz bestimmt nicht. Okay, jetzt sollte er wirklich schlafen. Bist du müde? Weiß nicht. Der steckt den Kopf so ein bisschen in den Sand, ne? Gut, wir holen Prime Meat. Das sollte ja nicht so schwer sein. Wushi, ja? Magst du das? Bisschen Prime Meat holen? Wir können ja auch Prime Meat von zu Hause holen eigentlich. Aber hier gibt es ja auch ganz viele Stegos. Die sind auch ziemlich lecker. Ich glaube, so ein bisschen Stego ist auch für einen Giga ganz gut. Nehmen wir den hier mal mit. Komm schon, Wushi, ja. Jetzt haben wir Keratin bekommen. Das ist gut. Aber ich glaube, die Corrupted Dinos geben kein gescheites Fleisch. Also da müssen wir uns dann doch einen anderen suchen. Da sind zwei Petris hinter so einer Raupe her. Lass mal die Raupe in Ruhe. Lass mal der Raupe so ein bisschen helfen. Okay, die haben wir. Oh, und dann suchen wir uns irgendwas Größeres. Da ist ein Archie unterwegs, ne? Der ist bestimmt lecker. Mach den mal so. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich wollte ihn einfrieren, dass er vom Himmel fällt. Das habe ich noch gar nicht so richtig ausprobiert.
Aber ich glaube, fliegende Tiere fallen vom Himmel, wenn man die einfriert, ne? Jetzt haben wir Prime Meat, das ist gut. Das müssen wir direkt nochmal ausprobieren, wenn wir sowieso dabei sind. Haben wir irgendwen, der hier rumfliegt? Da ist ein Petri. Der hat zu wenige Hitpoints, ne? Da hinten ist noch ein Archie. Der hat wahrscheinlich auch zu wenige Hitpoints. Sei denn, das ist jetzt ein High-Level-Archie. Hey, Archie! Nee, kein Gate. Ja, die fallen alle vom Himmel. Aber die sind dann auch schon tot. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Giga, füttern den so ein bisschen. Der sollte jetzt nach der Zeit schon ziemlich hungrig sein, nehme ich mal an. Und dann probieren wir nochmal die Darts aus an irgendwas Größerem. Vielleicht so eine Raupe oder so. Die haben, glaube ich, ziemlich viel Torpor. Gib mal das Fleisch her. Dankeschön. Und du kriegst jetzt was zu essen, ne? Bist du schon hungrig? Torpor steigt noch, das ist schon mal gut. Der ist auch schon hungrig, der futtert auch schon. Der hat 100% Taming Effectiveness, das heißt, der Dillo hat wahrscheinlich unser Gate angegriffen und den Giga nicht getroffen, das ist gut. Perfekt. Und jetzt ist er aber erstmal satt, also das dauert noch einen Moment. Wir haben ein bisschen Zeit, was rumzuprobieren. Den können wir, glaube ich, liegen lassen. Im Normalfall sollte eigentlich niemand den Giga angreifen. Ich weiß nicht, wie das mit den Corrupted-Viechern ist, ne? Wir gehen einfach mal ein Stück weg, dann sollte auch nichts passieren. Da ist so eine Raupe unterwegs. Was haben wir denn noch so in der Gegend? Da vorne sind Trikes? Wir brauchen irgendwas, was ziemlich viel Torpor hat, ne? Was sind denn das für Raupen? Das ist eine Zehner? Das ist auch eine Zehner. Okay, nicht optimal. Da unten ist ein Corrupted Trike unterwegs. Ein Stego. Gibt's hier nichts Großes, Interessantes? Ich habe da was Größeres gefunden. Das ist noch ein Giga, der ist Level 50. An dem können wir, glaube ich, ganz gut testen. Wir nehmen mal die Darts raus. Das sind diese Web-Darts. Die machen ja genauso viel Torpor, sollten aber noch irgendwie webben. Das müssen wir mal ausprobieren. Wie probieren wir das am klügsten, ohne dass wir gefressen werden? Vielleicht stellen wir uns da oben auf den Felsen. So. Und hier werden wir bestimmt gefressen, oder? Mal schauen, ob wir gefressen werden. Nee. Peaks. Und schauen. Yeah, er ist gewebbt. Der hat einen riesen Web. 4000. Der hatte kurzzeitig 4000 Torpor. Also irgendwie so um die 4000 macht so ein Dart. Das ist ziemlich cool. Das ist so ein Petri hinter uns her. Die normalen Darts machen, glaube ich, höchstens ein paar hundert. Mal schauen. Wir laden mal so einen normalen Dart zum Vergleich. Die sind ja schon ziemlich gut. Also das sind ja schon die ordentlichen Darts. Die Shocking Darts. Eieiei. Die sind so schnell, diese Gigas. Die haben so lange Beine. Einmal nachladen. Okay, der lädt gerade nach. Jetzt sind wir nachgeladen. Dann gehen wir nochmal zum Giga und versuchen das nochmal. Oder wir versuchen das an irgendwas Kleinerem. Wir können das eigentlich auch an so einem Bären versuchen. Das ist ein bisschen ungefährlicher. Ah, der Bär ist down. Da unten ist noch ein Teresino. Die haben auch ziemlich viel Torpor. Dann checken wir mal den Teresino ab. Das ist ziemlich cool mit dem Webbing, ne? Der Webbing-Effekt ist auf jeden Fall cool. Erwischt. Der hat jetzt 1000. Oh, das macht schon ganz schön viel. 1600. Oh, oh. Flieg mal. Dankeschön. 1600, also über 1600 auf jeden Fall. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen, wie das bei einem normalen Tier ist. Die normalen Tiere verlieren zwar auch Torpor, aber nicht irgendwie alles auf einmal, sondern ein bisschen langsamer und so. Also das ist schon ziemlich crazy mit den Gigas. Oh, ein richtig hübscher Archie. Zeig uns dein Level. 35. Du bist aber ein Hübscher. Okay. Dann fliegen wir mal zurück zu unserem Giga. Der sollte langsam fertig gefuttert haben, denke ich. Und dann haben wir es tatsächlich wieder geschafft, einen Giga zu zähmen. Die Tore packe ich mal wieder ein. Und ich glaube, ich habe langsam wieder was dazugelernt. Mal gucken. Sehen wir dann das nächste Mal, wenn ich einen Giga zähme. Ich versuche es immer noch nach den alten Methoden. Aber die funktionieren ganz offensichtlich nicht mehr besonders gut. Er ist wach, er ist wach. Er hat sich ausgeschlafen. Dann packen wir die ganzen Gates ein, den Giga auch und gehen wir nach Hause.
glaube, den packen wir in so einen Cryopod. Dann muss ich den nicht nach Hause bringen. So, da sind wir zu Hause bei Lilly. Und jetzt packen wir mal den neuen Kollegen aus. Bam! Jawoll! Level 194. Lilly ist 264. Also ich glaube, Lilly war besser. Lilly war ziemlich gut, ne? Aber Lilly haben wir auch schon hochgelevelt. Melee Damage? Melee Damage. Gigas nur Melee Damage, ne? Oh, chill, ganz ruhig. Nicht auf mich drauf treten, bitte. Dankeschön. Und Lilly hat ja 18.600 Hitpoints. Der Kollege hat ein bisschen weniger, 400 weniger. Stamina 400. Was ist denn noch wichtig? Eigentlich nur Melee Damage, ne? 175 hat er jetzt. Und sie hat 285, genauso viel Stamina. Also, ja. Müssen wir noch so ein bisschen leveln, dass der Kollege aufholt. Ich glaube, der ist auch ein bisschen schlechter. Ich glaube, Lilly war irgendwie 145 oder sowas richtig krasses. Das war jetzt nur ein 130er. Aber trotzdem auf jeden Fall cool. Der sieht halt auch ein bisschen langweilig aus, ne? Der könnte bunter sein. Ja, die sehen ziemlich ähnlich aus. Aber Lilly hat noch so ein bisschen Farbe mit drin. Die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, aber die ist auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen angefärbt. Während er jetzt ziemlich grau ist, ne? Ja, ziemlich grau. Trotzdem super cool. Wir haben den zweiten großen Giga. Das heißt, wir könnten theoretisch auch mal anfangen, so ein bisschen Gigas nachzuzüchten. Und die dann irgendwo einsetzen. Bei unseren, ja, Expeditionen. Mal gucken. Vielleicht machen wir das. Der braucht auf jeden Fall noch einen Sattel. Den muss ich ihm herstellen. Der braucht auch noch einen Namen. Und ich glaube, ich habe da einen Namen, ne? Du könntest zum Beispiel Gizmo heißen. Gizmo, unser neuer Giga. Super cool. Jetzt haben wir endlich mal ein Giga-Pärchen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und die Balanced Narcotics Mod, die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Das ist also eine Mod, die kann man sogar in normales Vanilla-Gameplay integrieren. Die ist ja komplett vollkommen in Ordnung. Die ist ziemlich teuer. Und das Einzige, was die macht, ist halt einfach aus Narcotics ein einzelnes, stärkeres Narcotic machen. Das heißt, es spart ein bisschen Klicken, schont die Tastatur und die Finger. Und von dem her auf jeden Fall eine praktische Sache. Schont auch unsere Waffen. Wir müssen nicht so oft schießen. Das ist eigentlich so das, was am meisten hilft, ne? Ich habe jetzt die 15cc Narcotics gar nicht verwendet, sondern den Giga mit den normalen gefüttert. Die hätten wir natürlich auch nehmen können. Die sind dann 15 mal so stark wie die normalen. Und in der Herstellung kosten die ein Narcotic, 15 Spoiled Meat und 75 Narcoberries. Das müsste man sich dann mal umrechnen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was ein Narcotic genau kostet. Aber die sind auf jeden Fall nicht, die Mod ist nicht super OP oder so. Und dann kosten die Sachen hier, zumindest die Pfeile, die Darts kosten ja dann auch noch zusätzlich Rare Flowers. Und von dem her, das mit der Seide ist ziemlich cool. Also das ist natürlich schon so eine Sache, bei einem Giga hilft das, ne? Wenn man zu zweit oder zu dritt ist und den Giga zähmt, dann kann einer immer in regelmäßigen Abständen so einen Web-Dart drauf schießen. Dann kann sich der Giga nicht mehr bewegen, dann muss man den auch nicht einbauen. Also das ist schon ziemlich, das ist vielleicht so ein bisschen OP, ne? Aber es ist auch total cool. Also die Mod gefällt mir echt gut. Ist eine coole Mod. Wir müssen nur so ein bisschen Ressourcen einlagern, dass wir die auch verwenden können. Weil momentan kann ich es mir halt einfach noch nicht leisten. Wir brauchen mehr Blumen. Okidoki. War, denke ich mal, wieder ziemlich spannend. Gigas zähmen ist immer spannend. Ich finde immer so ein bisschen zu spannend. Und das mit dem Torpor, das wurmt mich so ein bisschen, dass die immer so schnell ihr Torpor verlieren. Aber das ist wohl wirklich so gedacht, dass das noch ein bisschen interessanter ist, die zu zähmen. Auch wenn es jetzt im Singleplayer vielleicht nicht so super cool ist. Ja, so mag ich meine Gigas am liebsten, wenn man auf ihre Nase rumklettern kann, ohne dass sie einen auffressen. Das ist echt toll. Das war's für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut.